In nom dal Bab, et al Fil, et al Spirit Sanct. Amen. Gesù dice, Eia sun la via, la verdet e la vita. In schünu wein dal Bab, oder Ku, tres me. In Deutsch, Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, es sei denn durch mich. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, mit diesem Wort aus dem Johannesevangelium heiße ich Sie hier aus der Kirche St. Luzi in Zuz herzlich willkommen zum heutigen Gottesdienst am Palmsonntag, der die Karwoche einleitet. Wir wollen beten. Bab, in dias mems, sun mia corpe mia spirit. Per me es a impossibil da planiser, da fer e da preverer mia vita. Tu la diricest e planisescest. Grazia, Senior. Er sun tuet stutta, o Senior, dal plane la cirda mia vita. Er sun tuet stutta da la stortas decisivas, ma dalla via qualiva, già tu meinesch. Tu diricest mi istorcia da vita, e min già dent bad ea, ci ostu via nir uscea. Tu müdest mi as planset in pisa meins, e final meins, wenn ea alla conclusium, uscea, scuccia tu es vulia, esa stobum. Ea son gons cienta, già tu nun am lasches passer das Sperrl Gordöli wie, ma in quels temps nun mencia dia compagnia, e curcea ventres ciras vals, e nu dia mem, si li stess nu dem ea in schön mel, perce tu es aduna dar me. Amen. Die Lesung ist aus dem Matthäusevangelium. Ich lese aus dem 21. Kapitel die Verse 1 bis 11, der Einzug in Jerusalem. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage an den Ölberg kamen, da sandte Jesus zwei Jünger aus und sagte zu ihnen: Geht in das Dorf,
das vor euch liegt, und gleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Füllen bei ihr. Bindet sie los und bringt sie zu mir. Und wenn jemand euch Fragen stellt, so sagt: Der Herr braucht sie, er wird sie aber gleich zurückschicken. Das ist geschehen, damit in Erfüllung gehe, was durch den Propheten gesagt ist. Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanft und auf einem Esel reitend, auf einem Füllen, dem Jungen eines Lasttiers. Die Jünger gingen und taten, was Jesus ihnen befohlen hatte, brachten die Eselin und das Füllen und legten ihre Kleider auf sie und er setzte sich darauf. Eine riesige Menschenmenge hatte auf dem Weg ihre Kleider ausgebreitet, einige schnitten Zweige von den Bäumen und breiteten sie auf dem Weg aus. Und die Scharen, die ihm vorausgingen und die ihm folgten, schrien: Hosanna, dem Sohn Davids! Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn! Hosanna in der Höhe! Und als er in Jerusalem einzog, geriet die ganze Stadt in Aufregung und man sagte: Wer ist das? Die Leute aber sagten: Das ist der Prophet Jesus aus Nazareth in Galiläa. Der Text für die heutige Predigt ist aus dem Philipperbrief, Kapitel 2, Verse 5 bis 11 und wird innerhalb der Predigt verlesen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer an den Bildschirmen, der Palmsonntag ist ein Tag voller Gegensätze. Er erinnert an den Einzug Jesu in Jerusalem, der vorhin in der Schriftlesung geschildert wurde. Jesus ist empfangen worden wie ein König, obwohl er nur auf einem Esel ritt, dem Lasttier der kleinen Leute, obwohl er weder Kutsche noch Bedienstete bei sich hatte. Die Menschen spürten: Hier ist einer, der im Namen Gottes kommt. Der Prophet, der Davidsohn, der Messias. Deshalb der Jubel, der Teppich aus Kleidungsstücken und aus Zweigen. Das ist die eine Seite. Zugleich aber ist der Palmsonntag der Anfang der Karwoche, der Woche, die das Leiden und Sterben Jesu zum Gegenstand hat. Bereits wenige Tage
Nach jenem begeisterten Empfang wird eine fanatisierte Menge ganz andere Dinge rufen als Hosanna. Der Ruf heißt dann: Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Das ist die andere Seite des Palmsonntags, seine Rolle als Eingangstor in die Leidensgeschichte Jesu. Solche Gegensätze prägen den Palmsonntag und auch unseren heutigen Predigttext. In ihm geht es um Gegensätze zwischen Jubel und Beschimpfung, zwischen Liebe und Hass, zwischen Leben und Tod. Gegensätze, die ebenso wie die des Palmsonntags aufs Engste verbunden sind mit der Person Jesu. Paulus zitiert in Philipper Kapitel 2, Verse 5 bis 11 ein Lied der Urchristen, das den Weg Jesu mit folgenden Worten besingt. Seid so gesinnt, wie es eurem Stand in Christus Jesus entspricht. Er, der doch von göttlichem Wesen war, hielt nicht wie in einer Beute daran fest, Gott gleich zu sein, sondern gab es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven, wurde den Menschen ähnlich in seiner Erscheinung wie ein Mensch. Er erniedrigte sich und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesus sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Liebe Gemeinde, wo ist eigentlich Gott? Wenn man einem kleinen Kind diese Frage stellt, wird man oft die Antwort bekommen: im Himmel. Und wer wollte es dem Kind verdenken, wenn es dabei an den blauen Himmel über uns denkt? Wahrscheinlich sind es die Auskünfte der Erwachsenen, die jenes kindliche Bild erzeugt haben. Gott, vorgestellt, vielleicht gar als alter Mann mit Bart, der über den Wolken thront und mal freundlich, mal böse auf die Welt unter sich herabschaut. Doch auch viele ältere Jugendliche und auch Erwachsene sind von diesem Bild soweit nicht weg. Erscheint Gott nicht oft weit weg von unseren Sorgen und Nöten, von dem, was uns im Alltag beschäftigt? So weit weg, wie es der Himmel der Erde ist. Verschiedene Menschen stehen mir da vor Augen. Da ist die Schulabgängerin, die auf 50 Bewerbungen nicht eine einzige Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekam. Da ist die Familie, deren kleines Kind schwer an Krebs erkrankt ist und deren Denken und Fühlen jeden Tag aufs Neue von Todesängsten geprägt ist. Und ich sehe in diesen Tagen immer wieder all diejenigen, die an den Folgen des Coronavirus zu kämpfen haben oder den Kampf längst verloren haben. Und ich frage, wo ist Gott für all diejenigen, deren Leben aus den Fugen geraten ist, für all die,
die einen schrecklichen Verlust erlitten haben. Wir können die Frage fortsetzen: Ist Gott denn tatsächlich im Himmel, hoch über den Wolken, weit weg von all den schrecklichen Dingen dieser Erde? Unser Bibeltext lässt tatsächlich den Weg Gottes im Himmel beginnen. Von göttlicher Gestalt ist da die Rede, davon, dass Jesus Gott gleich war. Aber das ist nur der Anfang eines völlig überraschenden Weges, eines Weges nach unten. Der Göttliche hält seine Göttlichkeit nicht fest, klammert sich nicht an sie wie an ein Stück Privatbesitz. Vielmehr lässt er all das los, was zu ihm gehört. In der Sprache dieses alten Liedes gab er es preis und nahm auf sich das Dasein eines Sklaven. Der himmlische Christus wird Mensch. Die Evangelien schildern diesen Weg bei den Menschen. Nüchtern, oft ganz frei vom Goldglanz späterer Bilder. Geboren als hilfloses kleines Kind in einem Stall in Bethlehem, verkannt von seiner Familie, verspottet in seiner Heimatstadt Nazareth. Mal erregt er Aufmerksamkeit, mitunter wird er sogar bejubelt, so wie in jener Szene am Palmsonntag. Aber dann geht sein Weg vollends in die Tiefe. Er wird angefeindet, im Garten Gethsemane verhaftet, verspottet und verhöhnt. Schließlich zum Tod verurteilt und auf dem Hügel Golgatha qualvoll hingerichtet. Doch dies alles ist kein tragischer Unfall, keine traurige Verkettung unglücklicher Umstände. Nein, Jesu Leiden und Sterben ist nur die letzte Konsequenz seines Weges. Des Weges von oben nach unten, vom Himmel auf der Erde, von Gott zu uns Menschen. Und dieser Weg hat einen letzten tiefen Sinn. In seinem Leiden und Sterben kommt er all jenen nahe, die hier leiden und sterben müssen. Im Jesu Tod wird das abgebildet, was das letzte und tragische Geschick eines jeden von uns ist, unsere Endlichkeit. Wir können nicht festhalten, was wir in diesem Leben erreicht haben. Wir können unser Leben nicht vor dem Tod bewahren. Scheitern, zugrunde gehen, alle schlimmen Erfahrungen unseres Lebens haben zu tun mit Jesu Tod. Auch all die Toten durch das Coronavirus und ihre Angehörigen sind im Tod Jesu mit dabei. Alle Leidenden und Sterbenden, alle Opfer von Unrecht und Gewalt, alle Tiefen von menschlichem Leid und menschlicher Schuld sind in Jesu Tod mit hineingenommen. Gott bleibt uns nicht fern. In der Gestalt Jesu kommt er uns nahe. Gerade dann, wenn er uns fern scheint, gerade dann, wenn wir ganz unten sind. Gottes Weg geht zu uns. Gott sucht uns durch Jesus dort auf, wo wir sind. Und das ändert etwas an unserer Situation. Wir sind nicht mehr Gott verlassen, nicht mehr hilflos und hoffnungslos. Und wenn es uns noch so schlecht geht,
Wir wissen, es ist auch in unseren dunkelsten Stunden einer bei uns, der das kennt, was wir erleben und erleiden. Mehr noch, über das Leiden und Sterben Jesu hinaus ist auch das andere zu nennen, das in unserem Bibeltext allerdings völlig anders klingt als das bisher Gesagte. Ich zitiere: Deshalb hat Gott ihn auch über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der über allen Namen ist, damit im Namen Jesu sich beuge jedes Knie all derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. Diese Worte hören sich fast an wie der Bericht von einer Thronbesteigung. Und genau das ist auch gemeint. Ein neuer Herrscher wird eingesetzt. Er bekommt einen Herrschernamen, wird eingesetzt in seine Herrscherrolle. Die Untergebenen bejubeln den neuen König und feiern so seine Intronisation. Es ist freilich nicht jener Jubel, der damals am Palmsonntag laut wurde, als Jesus nach Jerusalem kam und eine leicht zu begeisternde Menge ihm zujubelte. Was hier beschrieben wird, ist eine österliche Feier. Denn der Weg nach oben, die Erhöhung Jesu, kommt erst nach dem Tod. Erst nach Karfreitag kommt Ostern. Erst durch den Tod hindurch geht es in das neue Leben, in die Herrschaft Jesu. Erst wenn Jesus ganz bis in die letzte Tiefe des Todes hinabgestiegen ist, kommt die große Wende. Die Auferstehung am dritten Tag, die Rückkehr zu seinem himmlischen Vater. Und für uns ist es wichtig zu sehen, dass Jesu Weg beides umfasst: Tod und Leben, Niedrigkeit und Erhöhung. Die ganze Fülle menschlichen Leidens ist im Weg Jesu enthalten. Aber auch die überschwängliche Freude über seine Auferstehung, die in unserem Lied beschrieben wird, wie die Einsetzung eines neuen Königs. Der Gekreuzigte ist auferstanden, ist zu Gott erhöht. Weil sein Weg nicht im Tod geendet hat, können auch wir Hoffnung und Zuversicht gewinnen, trotz aller Todverfallenheit dieses Lebens. Der zu uns in die Tiefe herabgekommen ist, geht uns auf dem Weg nach oben nur voraus. Der Weg Jesu, das ist ein Weg, der vieles mit unseren Lebenswegen zu tun hat. Paulus zitiert das alte christliche Lied mit einer besonderen Absicht. Er sagt nämlich: Seid unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Jesus Christus entspricht. Das soll heißen: So wie Christus nicht gleichgültig im Himmel geblieben ist, sondern sich eingelassen hat auf all das, was zu einem Menschenleben gehört, so sollen auch wir leben. Wir sollen nicht denen aus dem Weg gehen, die Leid erfahren, die krank sind, die Schwierigkeiten in Ehe und Familien haben, sondern bei ihnen sein, Anteil nehmen an dem, was sie erfahren. Nicht mit klugen Ratschlägen oder frommen Sprüchen, sondern mit ganzer Nähe
und mit ganzem Herzen. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. So sagt es Paulus an anderer Stelle. Das ist der Weg Jesu und das kann auch unser Weg sein. Amen. Wir sammeln uns zum Fürbittegebet. Ewiger Gott, du bist dir nicht zu schade gewesen, in Christus den Weg zu uns Menschen auf dich zu nehmen, hinein in eine Welt, in der sich so viel Bedrückung findet, Vergeblichkeit, Unrecht, Leiden und Schmerz, Versagen, Schuld und Tod. Doch Christus ist seinen Weg in Liebe zu uns Menschen bis zum bitteren Ende gegangen und hat sich hingegeben bis ans Kreuz. Christus ruft uns auf seinen Weg, doch uns überkommt oft Angst, ihm zu folgen. Wir möchten lieber eigene Träume verwirklichen. Wir verschließen unsere Augen oft vor der Wirklichkeit und möchten deine Weisung zur Liebe nicht gelten lassen. Öffne uns das Ohr, dass wir hören, so wie Jünger und Jüngerinnen hören. Gestalte du unser Leben, dass es Zeugnis geben kann von unserem Glauben. Führe uns zu Christus hin. Wir bitten für die Leidenden in aller Welt. Wir nennen dir heute besonders die Hungernden, die Unterdrückten, die Überarbeiteten, die Verachteten, die Ausgegrenzten, die Gequälten und Misshandelten, die Angstvollen und Misstrauischen, die Einsamen, die Verlassenen, die Kleinmütigen, die Zweifelnden, die Hoffnungslosen, die Kranken, die Sterbenden, die Trauernden. Lehre uns, tiefer deinen Willen zu erkennen. Hilf uns,
überzeugender deine Wahrheit zu verkünden. Stehe uns bei in unseren Versuchen, mit dem Glauben ernst zu machen. Stärke in uns Hoffnung und Mut. Lass Liebe unter uns gelingen. Und alles, was uns bewegt, legen wir jetzt in die Worte, die Jesus uns gelehrt hat, ein jeder in seiner Sprache. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und jetzt entlasse ich Sie mit den besten Wünschen in einen erholsamen Sonntag und in eine gute neue Woche. Nehmen Sie ein Wort mit in die kommenden Tage, das Jesus seinen Jüngern zum Abschied ans Herz gelegt hat. Christus spricht: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Wie ich euch geliebt habe, so sollt ihr einander lieben. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr bei euch der Liebe Raum gebt. Il Seigneur ans benedescet ans perciura.
Il Segner faccia spendurris ia faccia sönnus e c'è l'anzaia grazius. Il Segner adozza sia faccia sönnus e l'anstetta pesch. Gott segne uns und behüte uns. Gott lasse sein Angesicht leuchten auf uns und sei uns gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf uns und gebe uns Frieden. Amen.